Was hast du gemacht? Besonders schwer im Raum ist in mehreren Fällen. Die wollen dir dein Lachen nehmen, die wollen dir deine Freude nehmen, deine Hoffnung nehmen. Man fragt dich dann, wie wäre es gelaufen, wenn ich nicht kriminell geworden wäre? Ich hab noch 2 Jahre und 3 Monate. Das sind irgendwelche Leute von draußen, die haben Angst, sind nervös, denken sich, das wird ein klares Ding, wird aber nicht. Scheiß auf Glanz und Glamour oder irgendwelche Weltstars, die Hauptsache ist Handarbeit gefällt. Dieser Track ist für dich, ich hoffe du behältst, was doch wichtiger ist Handarbeit gefällt. Yo, Handarbeit hier wieder. Ich bin heute hier bei der JVA Heinsberg. Auch im Gefängnis gibt es tolle Fußballer und wir suchen den Fußballer. Keine Ahnung, ob es für die Ballers League ist oder für Rotatos. Heute gehe ich hin, werde einige, die da drin sind, interviewen, warum sie da drin sind. Und wir werden sehen, ob der eine oder andere was kann. Es gibt ja immer den Spieler, kennt ihr den? Der euch sagt, wenn das und das nicht wäre, dann wäre ich Profi geworden. Genau den suchen wir heute hier bei der JVA. Also kommt mit. Ja, erstmal Dankeschön, ne, dass ich hier sein darf. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen und, Dank. Und mir das die JVA hier anschauen kann. Wer hat die Logos hier drauf gemacht hier? Das war damals, als das hier zur DFB-Abteilung wurde, haben die Gefangenen das gemacht mit so einem Projektor. Also ist der Bereich hier der DFB-Abteilung. Und das Ganze ist aber jetzt auch, ist es so ein mit DFB-Projekt? Also seit wann gibt es das? Genau. Seit 2011 in der Form. Mein Name ist Lina Pfeil. Ich bin seit 1,5 Jahren hier die Stellvertreterin von Herrn Käbisch. Bin jetzt seit 11 Jahren im Vollzug, war vorher allerdings im Erwachsenenvollzug tätig. Justizvollzug ist immer spannend, Jugendvollzug insbesondere, da ist immer was los. Ich bin Jochen Käbisch, bin der Anstaltsleiter hier in der Justizvollzugsanstalt Heinsberg. Das ist die größte Jugendvollzugsanstalt, die in Nordrhein-Westfalen gibt. Hi. Hans, kannst du sagen. Freut mich auch. Du bist alleine hier? Ja. Gladbach-Fan? Ja. Echt? Wie kommt das? Ich bin immer schon Gladbach-Fan gewesen. Okay. Kommst du auch aus der Region? Ja, genau. Okay. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Ein Stück Kuchen. Kaffee, irgendwas. Ich nehme so, weißt du, das Limo. Das ist schon groß hier, ne? Ich war schon in Zellen, die waren halb so groß oder noch kleiner. Nicht? Die anderen sind auch nicht so groß. Ja. Die anderen sind normale Einzelfreunde. Ich kann dir gerne erklären, warum er hier ist. Ja, erzähl mal. Ich liege schon sehr lange auf der DFB-Abteilung. Also ich bin, glaube ich, der längste, der hier auf der Abteilung liegt. Ich habe mich bis jetzt immer sehr gut gefühlt hier. Mhm. Ich mache meine Aufgaben, die ich zu machen habe, vernünftig, fall nicht negativ auf. Ja, und dann hat man hier als DFB-Mitglied hat man einen Betreuer. Mhm. Also jeder Inhaftierte hat einen Betreuer. Und dann habe ich vor kurzem meinen Betreuer mal darauf angesprochen, wie es aussieht, ob ich hier rein dürfte. Dann hat er sich das überlegt, hat sich dann erstmal mit den ganzen Kollegen abgesprochen. Und die haben dann entschieden, dass ich hier diese Zelle bewohnen darf. Ja, okay. Was hast du gemacht? Diebstahl, Bandendiebstahl. Ich Baumaschinen bestimmt. Baumaschinen? Wie klaut man denn Baumaschinen? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich hab Bagger. Ja, wolltest du das sagen? Bagger? Genau. Die auf der Baustelle oder irgendwo, wenn die abends weggegangen sind, die da gelassen? Ja, genau. Und dann seid ihr mit mehreren Leuten irgendwie dahin? Ja, genau. Wir hatten Schlüssel für die Geräte. Die kann man sich eigentlich ganz einfach besorgen und kaufen. Die Schlüssel kann man sich kaufen? Ja, für Baumaschinen, die Schlüssel, die kann man sich bei eBay Kleinanzeigen oder so kaufen. Oh, krass. So. Wie lange, was für ein Zeitraum hat das funktioniert? 1,5 Jahre. Okay. So ein Bagger, wenn er verschwindet, der ist ja, weißt du, der fällt ja auf, dass er weg ist. Definitiv. So, und wenn du dann weiterziehst und von Bagger zu Bagger, die verschwinden, dann irgendwann steht ja irgendjemand da und... Ich habe mit einer falschen Person Kontakt gehabt, die schon observiert worden ist von der Polizei und dadurch bin ich halt mit ins Rampenlicht gerückt. Dann habe ich erst ein halbes Jahr lang observiert, hat genug Beweise gesammelt und dann morgens, als ich mit meiner Freundin im Bett gelegen habe, um 6, 6:30, ich möchte nicht lügen, ist man bei mir in die Wohnung gekommen. Die Polizei hat mich dann da verhaftet. Oh, Schock gewesen.
sehr. Am Anfang, du hattest, als du hingekommen bist, hast du ja nicht so einen Raum gehabt. Nein. Der war ja viel, viel kleiner. Ja. Und das ist ja nochmal, auch, hat auch was mit dir gemacht wahrscheinlich. Ja, definitiv. So. Auf jeden Fall. Also die Einsamkeit in dem kleinen Raum, da ist keiner. Wenn man abends weint, dann weint man. Dann kann man nicht sagen, ich brauche jetzt mal eine Umarmung oder ich unterhalte mich mit jemandem Freitagabend, 9 Uhr, 10 Uhr. Und dann fangen natürlich die Gedanken an zu kreisen. Man fragt sich dann, wie wäre es gelaufen, wenn ich nicht kriminell geworden wäre? Oder wo wäre ich jetzt? Und dann sitzt man auch schon mal hier und verliert eine Träne oder auch mehrere, um ehrlich zu sein. Das ist halt schon sehr, sehr schwer. Naja, das sind junge Männer in der Pubertät. Okay. Ja. Und dürfen nicht so viel. Dürfen nicht so viel, nein, da ist kein Feiern, da ist nicht abends rausgehen, sondern dann ist eben hier abends Einschluss. Und wie lassen die das dann raus? Ja, es gibt einige, die sehr ruhig und friedlich hier arbeiten, ihre Ausbildung machen, ihre Schule machen, die engagiert am Sport teilnehmen. Da gibt es ganz viele, die machen das sehr, sehr gut, aber es gibt halt auch welche, die haben Disziplinschwierigkeiten und verhalten sich nicht so angepasst, weil sie mit der Situation nicht klarkommen und sie dadurch dann auch eben entsprechend mehr belastet sind. Ja. Und hast du draußen Fußball gespielt schon? Ja. Ja? Welche Mannschaft? In Glehn. Wo? SV Glehn. Ja, okay. Mhm. Liedberg. Mhm. Und beim 1. FC Mönchengladbach. Okay. Und wie warst du da so? Also ich bin jetzt nicht schlecht, aber der Beste natürlich auch nicht. Ich finde so ein Mittelding. Welche Position? Innenverteidiger oder Sechser. Okay. Und warum hat es nicht zu mehr gereicht? Irgendwann beginnt dann die Zeit, als ich Interesse an Frauen hatte, Interesse ans Partyleben. Das hat dann halt irgendwann nicht mehr gereicht. Der Fußball hat meinen Weg bestimmt, ne? Ja. So hat mich diesen Weg nehmen lassen, den ich genommen habe. Und da wollte ich dich fragen. Wo war es bei dir so der Punkt, wo du dich dann entscheiden musstest, gehe ich jetzt da oder gehe ich da hin? Und wann ist das passiert, dass du gesagt hast, ey, lass uns doch Bagger klauen? Also ich hatte eigentlich als Kind schon recht viel. Meine Eltern haben mir immer alles ermöglicht. Als ich dann so 17, 18 geworden bin, hatte ich mit Leuten Kontakt, die auch sehr viel Geld hatten, sehr teure Autos hatten. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich möchte das auch. Mhm. Ich möchte nicht der einzige von den 5 Freunden sein, der nicht ein teures Auto hat oder keine teure Küche hat. Dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, probier's doch mal aus, wie wäre es denn? Jetzt, wenn du rauskommst, hast du schon Pläne? Wann kommst du überhaupt raus? Wie lange noch? Ich gehe davon aus, dass ich im Mai entlassen werde. Im Mai ist mein 2. Zeitpunkt. Mhm. Und nächstes Jahr im Juli ist meine Endstrafe. Also ich habe mir schon einen Arbeitsplatz besorgt. Ich ziehe erstmal zurück zu meinen Eltern. Die ersten Monate, weil ich nicht denke, dass ich das alleine schaffen werde, dass ich hier rausgehe und sage, ey, ich lasse das einfach mal so eben hinter mir. Das funktioniert nicht. Das ist erstmal das Wichtigste, einen vernünftigen Tagesablauf zu gestalten. Das ist mir sehr wichtig. Ich hoffe auf jeden Fall, wenn du rauskommst, dass du das schaffst. Ich auch. Das definitiv. Also. Wir wollen dich hier drin nicht mehr sehen, dann. Ich gehe auch davon aus, dass der das packt. Ja, das ist doch gut. Wir sehen uns nachher noch beim Spiel, ne? Ja. Beim Training und dann beim Spiel. Richtig? Auf jeden Fall. Danke dir, dass du so offen warst. Sehr, sehr gerne. Und darüber gesprochen hast. Willst du nicht noch was übergeben? Ja, wollte ihm noch etwas im Namen der DFB-Abteilung übergeben. Okay. Ein kleines Dankeschön für Ihr Erscheinen heute hier. Dankeschön. Ja. Hat mich gefreut. Danke dir. Hätte ich ein zweites Gladbach-Trikot, hätte ich Ihnen das auch noch geschenkt. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Man muss aber sagen, die jetzt hier auf der DFB-Abteilung sind, das sind nicht die problematischen Gefangenen, sondern das sind die eben gut funktionieren, gut mitarbeiten, über den Sport eben auch Lockerungen im weitesten Sinne mitbekommen, eben auch dann an solchen Veranstaltungen wie heute mit teilnehmen können. Das geht natürlich nicht bei denen, auf die sie sich nicht verlassen können. Hallo.
Können wir Licht anmachen? Ja, können wir machen. Okay, ja. Hey. Hi. Ich bin Hans. Ich bin der Schamsi. Darf ich mich hier hinsetzen? Ja, klar, können wir sitzen. Schamsi, wie alt bist du? 19. 19? Ja. Jung. Ja. 19 ist sehr jung, dass man hier drin ist. Wie lange bist du schon hier drin? Seit in 5 Tagen und einem Jahr. Das ist so eine kleine Zelle, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Was hast du denn gemacht, dass du hier bist? Betrug. Was für ein Betrug? Ja, das würde ich gerne auslassen. Okay. Aber auf jeden Fall Betrug. Betrug? 2 Jahre und 1 Monat bekommen. Okay. Krieg aber voraussichtlich vielleicht noch etwas drauf. So. Siehst du das aber auch so, dass es berechtigt ist? Ja. Ja? Vielleicht ein bisschen milder, aber gut. Ja. Wie bist du in den Schlamassel reingekommen? Damals mit 16 ist was in der Familie passiert und dann ja, kam das eine zum anderen. Dann bin ich in die Kreise geraten. Okay. Und als du in den Kreisen warst, warum hast du das gemacht? Wegen Geld, Status? Hauptsächlich, ja, um Geld zu machen. Und was hast du da mit dem Geld gemacht? Ja, in der Familie, ne? Der Familie gegeben. Aha. Natürlich auch selber ausgegeben viel, aber hauptsächlich der Familie gegeben. Und was sind deine Pläne für, wenn du wieder rauskommst? Also, oder jetzt erstmal hier drinne mache ich meine Ausbildung zu Ende. Als? Ausbildung als? Fachkraft für Metall. Mhm. Und danach schauen wir noch. Ich habe noch ein bisschen Zeit hier drin. Wie war denn das, dieses, wenn man das beschreibt, immer dieses erste Mal oder diese ersten Tage, ersten Monate in einem Raum hier zu sein, ohne Außenkontakte, ohne Handy, ohne ja. Alleine sein in der Zelle. Wie geht man mit sowas um? Ja, gewöhnungsbedürftig natürlich, ne? Der Kontakt zu Freunden etc. war okay, also war jetzt nicht so schlimm. Hauptsächlich halt zu wissen, dass meine Mutter darunter leidet, war für mich so der ausschlaggebende Punkt, was mich so gekratzt hat. Aber ja, du weißt, dass sie leidet, aber du bist ja nicht da. Deswegen weißt du nicht wirklich. Ich kann es mir nur vorstellen. Genau. Ich kann es mir nur vorstellen. Gott sei Dank habe ich das Glück, dass meine Mutter mich hier besucht und meine Schwester. Aber andere haben das Glück nicht. Die sehen dann, wenn die Eltern auch nicht kommen, können die da vielleicht einmal in einem Jahr anrufen, mit gut Glück. Und du spielst Fußball? Ja. Hast du immer schon Fußball gespielt? Ja, von klein. Die Besonderheit des Sportes hat auch der Gesetzgeber erkannt im Vergleich jetzt zu dem Erwachsenenvollzug. Die Gefangenen haben auch einen Mindestanspruch, das heißt, die dürfen mindestens 3 Stunden die Woche Sport machen, plus daneben zusätzlich, was noch möglich ist. Das ist bei den Erwachsenen nicht so. Also man hat schon erkannt, dass das gerade sehr wichtig für die Jugendlichen oder die jungen Männer ist. Okay. Einmal die Woche Fußballtraining, ne? Und dann in die extra 3 Stunden Sport, was? Da gibt es dann auch, also die meisten machen dann nochmal eine Fußballgruppe und dann haben die allermeisten halt Kraftsport. Es gibt natürlich auch Basketball. Es gibt Badminton, es gibt ein Laufprojekt und Laufgruppen auch und so, aber die meisten machen halt Fußball und Kraftsport. War Fußball nie sowas für dich, wo du gesagt hast, boah, da will ich mehr Energie reinsetzen? Doch, Profi werden, weil Kindheitstraum ist ja klar. Mhm. Aber irgendwann ja, wird man älter und da muss man halt auch. Da hat es halt nicht gereicht. Hat die Realität zugeschlagen. Genau, natürlich muss man auch realistisch bleiben, hat nicht zugereicht. Und zu wenig gemacht. Ja, also. Auch. Mit 16 habe ich aufgehört, konstant Fußball zu spielen, 15, 16. Dann habe ich mich eher an die Konsole gesetzt und FIFA gespielt. Ne? Und da warst du gut dann? Ja, da war ich sehr gut. Da war ich sehr gut dran. Und genauso gut gewesen wärst du dann auf dem Platz, ne? Ja, dann hätte ich vielleicht höher spielen können. Ja. Ich danke dir für deine Offenheit. Ja, kein Problem. Wir sehen uns ja nachher auch in der Halle. Im Training und dann beim Spiel. Gegen die Potatoes. Ich bin gespannt, was für eine Mannschaft wir haben. Bis gleich. Man sieht schon, es ist ein Unterschied, ne? Zwischen denen und denen. Ja, so. Ja. Gucken wir mal wieder. Wow. Oh. Hallo. Hallo. Alles klar? Können wir Licht anmachen? Ja, können wir machen.
Licht geht an. Haben Sie mit Harald schon mal einen Zettel gesehen? Ja, habe ich schon. Und was ist Ihr Eindruck so? Darf ich mich hier hinsetzen? Ja, klar. Ich hab schon mal eine Zelle gesehen, aber ich war auch nur da drinnen und konnte wieder raus. Also ich glaube, ist immer ein Unterschied, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn man nur das sich anguckt. Ich war auch erstmal im offenen Vollzug, aber den offenen Vollzug kann man nicht mit den geschlossenen vergleichen. Weil da sind ja die ganze Zeit die Türen auf zum Beispiel. Ne? Mhm. Hier sind die ja die ganze Zeit zu, außer bei Umschluss, Aufschluss, bei bestimmten Zeiten oder Freistunde auch. Sonst im Offenen konnte man sich die ganze Zeit frei bewegen, auch auf der Abteilung. Das kann man kaum vergleichen mit hier. Wie lange bist du überhaupt im Gefängnis? Jetzt 1 Jahr und 4 Monate. Ich habe noch 2 Jahre und 3 Monate. Boah, ist lange, ne? Ja. Was hast du gemacht? Besonders schweren Raum ist in mehreren Fällen. Was heißt besonders schweren Raum? Das muss ich vorstellen. Was ist das? Was ist Raubüberfälle halt, ne? Raubüberfall auf? Auf bestimmte Läden. Ja. Okay. Schon viel Zeit, die du verlierst, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte eigentlich ein gutes Leben draußen. Ich habe auch sehr, sehr viel Fußball gespielt. Und warum hattest du ein gutes Leben? Was heißt gutes Leben? Ja, eigentlich alles war in der geraden Bahn. Also ich hatte eigentlich gar keine Probleme, gar keine Geldsorgen, gar kein... ich hatte auch eigentlich ein gutes Umfeld. Aber da hat so der Kick gefehlt. Das war so alles für mich viel zu langweilig. War alles zu gut, ne? Ja, das. Ich war auch MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß Essen. Da hatte ich jeden Tag Training, 6-mal in der Woche. Da hatte ich auch gar keine Freizeit. Dann hatte ich irgendwann auch gar keinen Bock mehr gehabt. Da habe ich gesehen, die ganzen Jungs sind am Chillen, am Feiern gehen, sage ich mal, am Kiffen, am Trinken, ein bisschen Geld machen, so. Da dachte ich mir, ey, ich versuche das auch mal mit 15. Ich bin ja wegen das, was ich hier bin ich ja mit 15 gemacht. Mit 15 hast du schon angefangen damit? Ja, ja. Okay. Dann hat man keinen Ausweg mehr sozusagen, ne, mäßig. Da war man einmal drin. Einmal drin. Ja, und auch noch so früh hat man dieses Geld mäßig geschmeckt. Dieses schnelle Geld mäßig. Dachte ich mir, ey, warum nicht immer machen? Habe ich das oft gemacht, bis ich halt irgendwann gepackt wurde. Jetzt ist das natürlich zu spät, ne? Jetzt kann ich zwar auch sagen, ey, hätte ich lieber nicht machen sollen, aber jetzt bin ich hier. Ich habe auch eine Tochter, okay. So früh schon. Wie alt? Jetzt 1 Jahr und 5 Monate. Ich war, also die ist geboren, 1 Monat später bin ich. Bist du ein? Ja. Damals waren noch viele Pläne, du hast dir Geld gehabt für deine Tochter, was du machen willst, dies. Und von heute auf morgen weg. Ja, auf jeden Fall. Die Beziehung ist ja auch schwer dann, weil... Ja, das. Also wir sehen uns auch hier 4-mal im Monat bei Besuchzeiten, ne? Keine Berührungen, sage ich mal. Man sieht sich fast kaum. Nur eine Stunde, da kann man auch nicht viel reden. Dann vergisst man Sachen zu sagen. So. Dieses Vermissen ist auf jeden Fall hier das Schlimmste für mich. Mhm. Also hätte ich keine Freundin und eine Tochter, dann wäre das, glaube ich, natürlich auch schlimm, ne? Dass man halt nicht frei ist. Aber ich meine, das ist nochmal so ein Anspruch, nochmal auf Kopfschmerzen, sage ich mal. Ich habe Ziele. Pläne. Was für Pläne? Ziele sind zum Beispiel jetzt erstmal einen Schulabschluss zu machen. Ich habe jetzt hier in der Schule angefangen. Draußen hatte ich ja gar keinen Abschluss. Auch mit mir selber zu arbeiten, sage ich mal, Aggressionen im Griff zu haben. Und ich habe eine Tochter, das heißt, ich kann, wenn ich raus will, also irgendwann wird ja jeder hier entlassen, sage ich mal. Ne? Aber wer was draus gelernt hat, aber ist ja das Wichtigste. Man wird entlassen, aber man kann ja auch wieder zurückkommen, ne? Ja, das ist ja das Problem. Und das muss... Also man kann das nicht versprechen, aber man muss auf jeden Fall den geraden Weg hinkriegen. Plus auch noch bei mir, weil ich halt eine Tochter habe, darf ich halt nicht nochmal allein lassen. So, ne? Ja, weil das Schwierige ist ja, guck mal, wenn du hier rauskommst, du kannst ja Pläne machen, wie du willst. So, ne? Du kommst raus und dann hast du erstmal nichts. Dann stehst du da noch schlechter, als wo du hier reingekommen bist. Ja, ja. Und wenn du dann sagst, oh, meine Tochter, ich muss meiner Tochter was bieten, dann führt das... ganz schnell wieder dazu, das in irgendwo da rein, ja, weil du schnelles Geld willst, da rein zu rutschen. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, die Gefahr, weißt du? Und die Gefahr, deine Tochter wird immer deine Tochter bleiben. Die wird immer, egal, weißt du, die wird dich immer lieben. Und das Ding ist einfach, du musst versuchen, für sie da zu sein, wenn du rauskommst. Und hier geht es nicht um das schnelle Geld. Du wirst immer sagen, ich mache das für meine Tochter, aber deine Tochter interessiert das nicht. Du machst das am Ende für dich, weil du das schneller Geld willst. Deine Tochter will das nicht. Welche Mannschaft bist du Fan?
Fußball? Dortmund. Schlechte Antwort. Wir sehen uns gleich beim Training. Mach's gut, ne? Bis gleich. Wahnsinn, was der Unterschied, wie unterschiedlich sie sind, die Leute. Naja, jeder Charakter ist anders. Ne? Naja, genau. Was genau ist das Projekt vom DFB? Was beinhaltet das? Ist die Unterstützung einfach hier, um das, dieses Fußballthema auch hier durchleben zu können? Im Prinzip ja. Und es geht halt auch darum, dass über den Fußball dann Möglichkeiten für einen Anschluss draußen gefunden werden kann, eben dann in Vereinen weiterzumachen, dass man den Übergang in die Freiheit dann besser hinbekommt. Jetzt gehe ich mit den Jungs in die Halle rüber. Wir trainieren ein bisschen oder wir machen ein Casting, gucken, wie die Jungs drauf sind, was sie können, was der eine andere kann. Die erzählen mir, wo sie mal gespielt haben und dann kann ich direkt einschätzen, ob die Jungs was können oder nicht. Und dann sehen wir, ob wir wirklich ein paar Jungs haben, die den Brotetos gefährlich werden können. Also, lasst uns mal rübergehen. S und hier. Der Nächste. Da brauchst du auch S bestimmt. Oh, auf jeden Fall. Gibt es das auch in bestimmte Nummern hinten? Wir haben gar keine Nummern. Dann kriegst du auch kein Palaver. Hier, S. S. Und nimm das S raus, bitte. Der Nächste. Nächster. Ich war ja bei der JVA Köln, ne? Ja. Da sieht es schöner aus als hier. Auf jeden Fall. Da ist es, glaube ich, noch angenehmer als hier. Ja? Warum? Hier ist es strenger? Hier? Je nach Beamter definitiv. Aber das kannst du ja nicht beeinflussen. Es gibt ja überall gute und nicht gute Leute. Ja, da haben sie recht, aber leider sind meistens die Guten sein sollen, die Schlechten. Wir sind ja in der Jugendverzug, heißt, wir haben ja einen gewissen Erzieher, wir sollen ja erzogen werden. Ja. Aber ja, das ist halt hier, ne? Ist halt nicht so, wie es sein soll, ne? Wie soll es denn sein? Erziehen heißt für mich, ne, den Leuten zu zeigen, was Recht und Unrecht ist. Mhm. Aber hier ist alles Unrecht. Alles, was nicht von der Anstalt abgesegnet ist, das, ja, da, aber das ist ja das Ding, deswegen bist du in der Anstalt. Die Anstalt, Anstalt zeigt, was recht ist und was nicht recht ist. Aber das Problem ist ja, dass die Anstalt dir deine persönlichen Werte wegnimmt, nicht von deinen kriminellen Werten her. Zum Beispiel deine persönlichen Werte einfach, ja, wie du drauf bist. Die wollen dir dein Lachen nehmen, die wollen dir deine Freude nehmen, deine Hoffnung nehmen. Jungs, kommt zusammen. Wir machen jetzt einen 20-Kilometer-Lauf. Wie immer hier rauf und runter, rauf und runter. Wir machen so etwas wie ein Casting. Jeder kommt einmal dran, zeigt seinen besten Trick. 1 gegen 1. Dann schießt man einmal von hier drauf, einmal von da hinten, einmal von da und einmal läuft man von der Mitte auf den Torwart zu. So, das sind die Übungen. Eine halbe Stunde, dann ist der Gegner da und dann geht es zum Spiel. Okay, seid ihr alle fein damit? Ist das okay für euch? Du musst auch nichts machen. Du kannst auch den Trick machen und sagen so, ey, das war mein Trick. Aber noch einfach Ball so wegschießen, einfach zur Seite. Du kannst machen, was du willst. Okay? Okay, cool. Ich heiße Jonas Etienne. Ich war nicht wirklich so im Verein, früher so, wo ich klein war. Auf der Straße gespielt oder was? Ja, so immer. Bisschen Bolzplatz gezockt. Ja, dieses 16er und die so hoch 1. Ja. Ja, hoch 1? Ja. Ja, hoch 1 habe ich lange nicht mehr gehört. Das ist jemand, die normalerweise sagen die nicht mehr hoch 1, glaube ich, die nennen das anders. Lieblingsverein? Köln. 1. FC Köln? Ja. Schade, ne? Warum schade? So ein schöner Verein. Natürlich, sehr, sehr schön. Zeigst du uns deinen Trick? Hast du den wunderbaren Trick drauf? Also ich heiße Francis Gomez. Fußball gespielt? Ja, aber es war auch nicht so gut. Deswegen wollte ich immer Boxen gehen.
Wie lange hast du Fußball gespielt? Bist du? Ich habe mit 14 angefangen. Bis 16, 17. Auch spät angefangen, ne? Ja, dann habe ich Bänderriss gehabt irgendwann mal. Habe es dann aufgehört zu spielen. Dein Trick? Ich habe eigentlich keinen Trick, ja. Ja, dann spiel, du musst trotzdem holen. Boah, du hast recht, zwei Bälle. Wir haben hier die Spieler mit den besten Tricks. Ich bin der Arnold, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Duisburg. Ich habe früher sehr viel Fußball gespielt, auch im Bundesliga-Verein. Wolltest du Profi werden? Ja, auf jeden Fall. Hättest also eigentlich ist das sogar noch bis heute mein Ziel. Also ich weiß nicht, ob ich das draußen wieder weiterverfolgen kann. Hättest du es geschafft, Profi zu werden? Meiner Meinung nach, ja, auf jeden Fall. Ja? Dann warst du schon gut. Zeig mir mal, zeig uns deinen. Also, was heißt Trick? Ich halte. Mach, halt hoch, egal. Und dann. Ich hab ja eben gesehen, du hast was versucht. Das kannst du auch versuchen. Funktioniert nicht immer. Ja, mal nochmal. Nochmal? Versuch doch. Ich blamier mich schon mal. Nein, das ist das Problem. Es geht nicht um Blamieren. Denkst du, die anderen konnten das auch immer alles direkt? Das hat nichts mit Blamieren zu tun. Das hat nichts mit. Also, hat doch funktioniert. Der war geplant auf dich zu. Genau. Ich heiße Dominik, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Mönchengladbach. Fußball gespielt? Ja. Verein? Ja. Welchen Verein? Liedberg, SV Glehn und kurzzeitig beim 1. FC Mönchengladbach. Zeig uns dein. Your Trick. Ja. Ich schieß auch einfach. Der nächste, der schießt. Keiner dabei für die Baller League oder für Potatoes. Du bist? Jumpy, ja. Wie alt? Wie alt? 21. Fußball gespielt? Nein. Noch nie Fußball gespielt? Doch, draußen so auf Fußball. Aber nie im Verein? Nein, nein. Und was denkst du, wie gut bist du? Nicht so gut. Nicht so gut? Zeig mal deinen Trick. Ich schieße auch einfach. Aber ihr trifft mich für das Tor. Das ist ja schon mal gut. Ich bin der Timo, 22 und komme aus Köln. Köln? Ja. Fußball gespielt? Ja, 13 Jahre. Wo? Höchstverein war Viktoria Köln. Viktoria Köln? Ja. In der Jugend? Ja. Und welche Position? Stürmer. Stürmer. Und wenn du jetzt nicht hier gewesen wärst, glaubst du, du hättest Chance? Ja, ich habe früher schon aufgehört damals. Was hast du? Wegen Alkohol, Drogen aufgehört damals. Zeig uns deinen. Der will uns nicht den zeigen. Ich bin Shamsi, 19 Jahre alt, komme aus Düsseldorf. Lieblingsverein? Barcelona. Barcelona? Warum Barcelona? Ja, Messi-Fan, ne? Wenn du Messi-Fan bist, musst ja, du auch... Ja, das gesamte Konzept, wie Barcelona spielt. Musst du wie Messi spielen, ne? Nein. Ja, wie Fischer. Dann mach mal, zeig mal. Das können wir neu, das war... Nochmal neu. Das war schon. Muss ich flüssiger gucken. Sehr gut. Von hier schießt du? Du schießt von hier. Versuch das Tor zu machen. Dann kommst du hier. Und hier nimmst du den Ball. Läufst auf den Torwart zu. Versuchst ihn auszudribbeln. Zack, zack, Tor zu machen. Dann gehst du einmal dahin. Der mit links, der mit rechts. Mach mal vor für dich. Schön. Torwart weiter, es geht hier weiter. Gut. Ruhig, ruhig, du hast Zeit. Gut. Und gut. Der nächste, wer ist dran? Kein Zeitdruck. Gut, jetzt hier. Ah, fast. Guter Trick. Gut. Gut. Der nächste. Gut. Sehr gut. Ja. Ah. Und
ruhig, 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 ruhig. Hier. Gut. Gut. Jetzt ist das so. Bleibst im Tor. Du spielst mich an. Ich spiele wieder zurück. Du legst den Ball einmal vor, dann schießt er aufs Tor. Und komm. Und komm. Und komm. Der eine spielt mich an, ich lege aber auf für den anderen, für den, der dahinter ist. Verstanden? Und komm. Der nächste. Treffen, ne? Die am Ball, ihr spielt mich an, ich lasse dir klatschen, dann spielst du einen Pass da rein und dann kannst du abschließen. Und schwieg. Stopp. Gut. Ihr spielt einen Pass und dann seid ihr Abwehrspieler und die wollen offensiv und die wollen das Tor machen. Okay? 1 gegen 1. Gut. Und wechseln die. Ja, gut gemacht. Haben wir leider nicht auf Kamera. Kann ich nicht? Nicht verletzen. Wollt ihr euch draußen noch warm machen? Noch warm machen, laufen? Wer spielt sonst draußen?
deswegen mit Schuh ein bisschen anders. Wer fühlt er sonst nicht draußen? Ja, sonst eigentlich schon mal in der Hand. In letzter Zeit wegen dem Wetter nicht so oft. Okay, okay. Ja, dann. Ich gucken, wann, weil der Gegner ist ja auch noch nicht da, glaube ich. Weil die müssen sich auch noch umziehen und so. Wenn wir jetzt halbe Stunde schon draußen rumlaufen. Wir machen das schon heute, wir machen das schon heute. Ich hoffe das Beste. Aber man muss auch sagen, gegen Köln-Ossendorf lief es schon nicht gut, ne? Eigentlich sinnlos, dass sie kommen, weil die können eigentlich auch direkt wieder nach Hause gehen. Auf jeden Fall, das wird so ein 10-0, denke ich schon. Ein 10 einfaches 0 auf jeden Fall. Wie viele von dir? Von mir? Ich lasse dem Bruder auch ein Tor, auch so korrekt, aber sonst 9 Stück auf jeden Fall. Das ist die größte Lüge, die die beiden hier erzählen. Gutes Selbstbewusstsein muss da sein. Da sind einmal die Spieler, einmal die Kamera dahin richten. Guck mal, die sind schon mal viel größer als wir. Auf jeden Fall sehr nervös. Wir haben keine Chance. Größe spielt keine Rolle. Das sind irgendwelche Leute von draußen, die haben Angst, die sind nervös. Denken sich, das wird ein klares Ding, wird aber nicht. Auch wenn die das gerade nicht hören, die werden das auf jeden Fall gewinnen. Hier, wir haben unser Trainer, der Hans. Ja. Ich hab das auf jeden Fall. Ich bin nur der Trainer, wenn wir gewinnen. Na? Hören die was? Nee. Ja, das ist schon gut zu wissen. Ist auf jeden Fall nicht wie JVA Köln. Also braucht ihr keine Angst haben. Ja. Ich hab schon. Immer noch. Egal wo wir sind, immer bist du auch da, ey. Ja. Training vorbei, Casting vorbei. Einschätzung der Spieler. Ich glaube, da sind schon 2, 3, die richtig was können. Und dann aber auch 3, die, glaube ich, das erste Mal so oder ein paar Mal am Ball sind, die bemüht sind, stets bemüht sind. Sagt ihr mir das, weil wie seht ihr das? Die auf jeden Fall sind alle 100% dabei. Schreibt mal in den Kommentaren hier rein. Wie ihr die Spieler seht, also immer nur positiv, auch wenn sie nicht so performen, wie ihr das euch vorstellt. Also kommentiert, Kanal abonnieren, alles Mögliche. Die Jungs sind da, Brotatoes sind da. Wir haben jetzt ein Spiel, 11 gegen 11. Ich bin der Trainer der Mannschaft, die gewinnt. Nein, ich bin von den Jungs hier der Mannschaft, von der Anstalt, gegen die Jungs von den Brotatoes. Ihr habt ja gesehen, wir sind ja nur zu 7. Da kommen noch 3, 4 Wärter, die das dann voll machen. Dann sind wir 11, dann können wir gegen die Brotatoes spielen. Und die sollen auch ganz gut sein. Also, lasst uns sehen, wie das Spiel abgeht. Obwohl, das Spiel seht ihr auf dem Kanal von den Brotatoes, bei mir gar nicht. Peace.